Und damit hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Dicke und wie man sieht, wir haben schon eine Stunde verschenkt jetzt hier am Tag. Und zwar ist jetzt bei der ersten Aufnahme gerade eben gesetzt. Es ist alles ein bisschen neu. Ja, und ich bin der Meinung, das haut doch nicht ganz so hin. Hier unten die vier, das sieht man zum Beispiel gar nicht. Und so irgendwas ist hier falsch. Aber nichtsdestotrotz ziehen wir das jetzt einmal so durch. Ich bin gespannt, was passiert und man sieht viel mehr. Wow, und woran liegt das? Es ist keine Mod, sondern ich spiele jetzt tatsächlich erstmals dieses Spiel in einer höheren Auflösung als Full HD. Und zwar in der sogenannten WQHD, das ist 2560x1440 und so weiter. Und das sieht total toll aus. Und ich bin der Meinung, das lasse ich auch auf jeden Fall so, auch wenn man hier unten diese komischen Zahlen nicht erkennt. Aber gut, die sieht man ja hier im Zweifel. Gut, nee, das ist eigentlich blöd. Wie auch immer, wir haben keine Zeit, wir müssen Sachen tun und das machen wir auch direkt. Und zwar fangen wir an bei den Tierchen, auf jeden Fall. So, einmal kurz geguckt, ist hier unten was reif? Nein, noch nicht ganz, okay. Tierchen, grüßt euch und ich zähle direkt wieder mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier fehlt eine Kuh. Oh, und die sind groß. Die sind groß. Das heißt, wir müssen heute zum Arni. Wo ist die Kuh? Hä? Ach, hier oben. Ach, die getarnte. Uiuiui. Das sollte jetzt nicht rassistisch gemeint sein oder so, nur weil es eine braune Kuh ist. Aber die habe ich wirklich... Ich hab sie nicht gesehen. Echt. Krass. So, alles klar. Einmal hier reingeguckt. Zack, hier ist jede Menge Mayonnaise fertig. Hier liegt ein Ei. Hier Mayonnaise, Mayonnaise, Mayonnaise. Ei, Ei. Und ja, irgendwie, naja. Gut, wieder nur zwei Eier. Ich weiß nicht warum. Ich bin der Meinung, den Tierchen geht's gut. Wenn ich da jetzt Zeug reinpacke, dann fressen die halt das Zeug hier und nicht das Zeug hier draußen. Das haben wir schon mal festgestellt. Und das Gras wird wirklich weniger. Verdammt. Da muss ich mir Gedanken machen. Wobei vielleicht... Naja, passt schon. Irgendwas. Das wird schon gut. Hier drüben ist auf jeden Fall noch Sirup fertig. Und ich muss jetzt ab und zu immer mal da hochgucken, ob das alles noch passt. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es passt. Hier hat sich so viel getan. Das sage ich euch. Hier ist jetzt alles hier... Das ist komplett anders hier mit der Aufnahme. Und dies und das und bla. Und hast du nicht gesehen? Und wow. Auf jeden Fall total krass. So. Gießkanne ist leer, das heißt, wir brauchen erstmal Wasser, bevor wir hier die Blumen gießen können, oder? Ja, Gießkanne ist leer, okay. Kein Problem, alles gut. Macht euch nicht fertig. Ich tue es auch nicht, also meistens. Also, na doch, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ach, ihr wisst, was ich meine, das geht schon klar. So, einmal hier hochgelaufen. Zack, und ich will das alles hier viel hübscher machen auf dieser Farm, ja? Und ich weiß noch nicht wie. Irgendwie will ich dann hier noch die Mayonnaise-Maschinen vielleicht daneben tun. Wie viel Platz haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. Man könnte, ja, pass auf, das machen wir mal. Wir gehen mal rein. Ah, da ist ja jetzt natürlich, da sind ja jetzt Eier drin. Und die kriege ich da nicht zurück. Ist egal, wir tun es jetzt. Hier, weg damit. Zack. Ich will diese ganze, ich sag mal, Endproduktion quasi hier draußen dann positionieren. Und das ein bisschen cooler halt, dass das dann hier, guck mal, so einmal so, dann so und so und so. Und jetzt baue ich hier gleich mal einen Weg dahin, das muss ja hübsch sein alles. Passt das eigentlich mit dem Ingames? Ja, der Ingame-Sound, das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus, so. Wie gesagt, es ist ja alles momentan experimentell. Ich nehme jetzt auch erstmal nur die eine Folge auf, render die dann und dann gucke ich mir die an und sage, ob das gut ist oder nicht. Also wenn diese eine Folge jetzt nicht gut sein sollte, wegen was auch immer, dann ja, versuche ich das natürlich rauszufinden und dann die nächsten Folgen halt deutlich besser zu machen. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich. So an sich sieht es gut aus, glaube ich. So, jetzt haben wir hier so einen übelst geilen Weg. Guckt euch das an. Total cool. Machen wir hier noch rein für die Optik noch so. Zack. Und dann haben wir dann hier unsere Produktionsstraße. Können dann hier jeden Morgen lang gehen und dann irgendwann Milch und Kühe. Und apropos Milch. Was haben wir denn jetzt? Wir haben es 11 Uhr. Oh, das klingt schon wieder nach Aerobic-Kurszeit. Gucken wir mal. Hat heute jemand Geburtstag? Oh ja. Gas hat Geburtstag und er steht auf Diamanten. Oh, oh, da müssten wir eigentlich, ups, ich wollte jetzt nicht absteigen, da müssen wir heute noch hin, weil, ich meine ganz ehrlich, mit dem Barkeeper befreundet sein, da hast du die halbe Miete, oder? Ja, denke ich schon, das denke ich schon. So, schauen wir mal und
Hier ist keiner da. Es ist keiner da. Ist das dein Ernst? Wo ist Marni? Gibt's hier eine Öffnung? Hier gibt's nicht mal ein Öffnungszeitenschild. Gut, dann werde ich da später nochmal vorbeischnicken. Ich guck mal kurz auf die Map. Wo ist sie? Die geht doch schon wieder zu ihrem komischen Aerobic-Kurs. Das ist doch, also, ach nee, das war Robin mit dem Aerobic-Kurs. Aber vielleicht macht Marni das auch. Vielleicht ist er auch einfach nur einkaufen. Ist kein Problem. Ich sage jetzt hier nichts. Wir nutzen die Gelegenheit, dass wir hier unten unterwegs sind und holen gleich noch Hardwood. Ja, sind wir ja quasi schon mal im Bereich und das nutzen wir natürlich direkt. Das heißt, hier einmal fleißig rübergeritten. Wir müssen natürlich ein bisschen die Uhrzeit auf dem Schirm halten. Ich meine, die Kühe sind jetzt reif. Ich stelle mir vor, so eine Kuh, ne? Also wenn ich eine Kuh wäre, ja, was ich nicht bin, offensichtlich, weil dazu kann ich viel zu gut reden, dann hätte ich da echt ein Problem mit, wenn mein Euter vor Milch übelst platzen würde. Deswegen wäre das nicht cool, wenn man die nicht melkt, ja? Das heißt, die sind jetzt erwachsen. Oh, man sollte schon anstreben, denen die Milch zu entnehmen. Zumindest würde ich das jetzt einfach mal so, ich gehe davon aus, ja. Ich meine, so ein Huhn ist ja auch nicht froh drüber, wenn es kein Ei legen kann. Dann ist ja, denke ich mal, blöd, ne? Deswegen muss Marni heute auf jeden Fall noch an den Start kommen, sonst wären meine Kühe aggro. Und dann werde ich denen sagen, hier, die war nicht da, die war hier Aerobic machen. Und dann ist ja aber Alarm im Laden. So, da kommen nämlich meine vier Atzenkühe vorbei und machen da mal ein bisschen Unruhe. Naja, wollen wir es nicht hoffen, ja? Wollen wir es nicht hoffen? Aber ich bin zuversichtlich. Ich denke, ich habe die so friedlich erzogen, die Küchen. Küchen? Klingt wie eine Mehrzahl von Kuchen und eine verniedlichte Mehrzahl, also... Naja. Da mache ich mir bei Gelegenheit mal Gedanken drüber. Jetzt aktuell nicht so. Und dann würde ich sagen, ja, schauen wir noch mal rein. Wo ist sie? Ist sie inzwischen wieder am Start? Lea. Marni ist da. Ist aber schnell gelaufen jetzt. Oder wir waren ziemlich langsam beim Holzhacken. Das kann auch sein. Oder sie hat einen geheimen Teleporter. Das wäre eine Frechheit. Hier ist er. Da ist er. Komm. Geh an die Theke. Hallo? Teilnehmer? Grüß dich. Mr. Weedor. Ah ja. So alt ist die gar nicht, ne? Ich dachte immer, Marni wäre so eine übelste Oma. So, kommst du dann jetzt mal? Junge Dame. Ich randaliere hier gleich, ne? Ich zünd hier deine Strohhausdinger an. Ist natürlich auch sehr cool, so ein Strohfußboden und so Strohballen hier neben dem Kamin. Bietet sich an, sollte man nur nicht allzu lange unbeaufsichtigt lassen. Und wenn ich mir das hier so angucke, ich bin der Einzige, der sich darum kümmert, ja? Die steht hier vor der Mikrowelle. Erzählt ihr irgendwas von wegen, die liebt Tiere und Tierprodukte und so, ja? Aber macht ihr Essen in der Mikrowelle. Wobei, vielleicht ist das auch so ein Tischofen. Das könnte auch sein. Müssen wir mal drauf hören. Vielleicht geht es gleich bing. Dann ist ein Tischofen. Ja, eine Mikrowelle macht nämlich piep, piep, piep. Nee, also meine zumindest. Ich habe aber auch so eine übelste High-End-Mikrowelle, ne? Habe ich das schon mal erzählt? Nein, habe ich nicht. Soll ich das erzählen? Ich bin schon wieder gesprächig heute, merkt ihr das? So, Marni, komm. Die Zuschauer dieser Serie langweilen sich, nur wegen dir. Habe ich dich schon mal geschlagen? Nein, ich schlage keine Frauen, um Gottes Willen. Nein, das will ich auf jeden Fall. Nein, sowas mache ich nicht. Ich schlage allgemein äußerst selten irgendjemanden oder irgendwas eigentlich nie. Oh Mann, ich bin offensichtlich viel zu friedlich. Wäre ich das nicht, würde Marni hier schon lange hinter der Theke stehen und mir meine scheiß Melkmaschine verkaufen. Gut, okay. Ich lehne mich einfach mal ein bisschen an, entspanne hier ein bisschen und erzähle über meine Mikrowelle. Die ist nämlich total toll. Die hat nämlich auch eine Grillfunktion, ja. Ich sage jetzt nicht, von welcher Firma die ist, weil das wäre ja dann wieder, dann würde ja hier das Geschrei groß werden von wegen Werbung und dies und das und bla. Bewegt die sich jetzt mal? Oh, ey, das ist doch... Nee, ich gehe jetzt hier mal kurz raus und gehe wieder rein. Vielleicht hilft das ja. Also in manchen Spielen hat das ja damals geholfen. Nein, sie steht immer noch da. Wie lange hat sie denn geöffnet? Hier steht aber auch nichts, ne? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. So, die Kleine kommt zurück hier.
Vielleicht animiert das ja Mutti mal ein bisschen was zu verticken. Sag mal, wie lange braucht denn die Mikrowelle? Was kochst denn du? Ich meine, also in der Regel, wenn ich irgendwas in die Mikrowelle packe, ne? Also so zum Aufwärmen, dann 2 Minuten. Und also wenn es was Gefrorenes ist, so eine Tiefkühllasagne oder sowas, dann 10 Minuten, ja? Aber wir stehen ja hier schon seit einer Stunde. Das kann doch nicht ernst sein, oder? Ich meine. So. Ja, so kann man Arbeitstag auch rumbringen. Vielleicht hat die auch gar nicht geöffnet am Montag. Aber dann dürfte ich ja hier eigentlich, da müsste ja irgendwo stehen, hey, Montag nicht geöffnet. Ja. Okay, pass auf, das ist mir gerade echt irgendwie ein bisschen zu komisch. Das ist mir, ich meine, ich habe auch noch was zu tun, ne? So ist ja nicht. Oder? Hab ich? Hartwood haben wir, Tiere haben wir. Ja, Gas müssen wir noch sein Geschenk bringen. Okay, ich lasse das jetzt hier. Ich komme morgen wieder, Marni. Danke für nichts. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Das ist ja... Boah, Mensch. Krass. Und da wundern die sich, dass es dem Stardew Valley hier wirtschaftlich so schlecht geht, ja? Kein Wunder bei der Einstellung hier. Das erinnert mich gleich wieder an einen gewissen... Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, Elektrofachhandel, wo ich vor kurzem war. Aufmerksame Fans dieser Serie wissen, wovon ich rede. So, der letzte Diamant. Na gut, hilft ja nichts. Dazu sind sie da. Das heißt, wir rocken einmal in die City. Überreichen Gas. Den Diamanten. Und seht ihr das hier? In WQHD sieht man hier die komplette Map. Also, von links bis rechts. Da scrollt nichts. Das ist ziemlich krass. Hardcore, man sieht allgemein viel mehr, ne? Aber ich finde das cool. Ich meine, was wirklich scheiße ist, das hier unten, das mit den Zahlen. Da müsste ich wirklich nochmal gucken. Aber so ansonsten gefällt mir das echt gut hier. Oh, so viel Übersicht. So, Gas, grüß dich. Yeah. Ja, das glaube ich. Als Barkeeper weiß man immer alles über seine Kunden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass da in der Regel sehr viele betrunkene Leute rumsitzen und Betrunkene einfach nicht ruhig sein können. Jetzt, denkt nicht nur, weil ich jetzt zu viel quatsche, bin ich betrunken. Nein, bin ich nicht. This is great, ja. This is the greatness in Form eines, irgendwas. Gast, 2 Herzchen. Ich glaube, das war sogar das erste Geschenk, was wir dem jemals überreicht haben. Und wo wir schon mal hier sind, hätten wir natürlich gleich noch die Blume für Penny mitnehmen können. Aber offensichtlich nein. Pass auf, wir machen jetzt nochmal den kleinen Umweg. Wir gehen nochmal unten rum lang jetzt. Und schauen nochmal, ob Marni eventuell vielleicht unter Umständen gegebenenfalls bis um 9 auf hat. Ich bezweifle es ernsthaft. Aber wenn, ja, toll. Danke. Naja, gut, hilft ja nichts. Dann lassen wir unseren Kühen halt die Euter platzen. Das ist, Ich habe wirklich, also bevor jetzt die Vorwürfe in den Kommentaren kommen, von wegen, oh, kannst du nicht machen, Greenpeace. Dann, ich habe wirklich alles versucht. Ich habe beim Kochen zugeguckt. Wollte das Haus anzünden, hat sie alles nicht interessiert. Okay, dann ist das so. Ich kann es nicht ändern. So. Gut, Mayonnaise packe ich hier eben nochmal in die Vorratbehälter. Und es müsste auch demnächst mal vielleicht das erste Gemüse fertig sein. Oh, Mietz, ich habe vergessen. Alles klar. Sehr schön. So, gehen wir ins Bett. Gucken wir nochmal kurz auf die Uhr. Wir sind jetzt bei 13 Minuten in etwa. Kein Problem. Das ist alles gut. Alles ist gut. Ich bin total zuversichtlich. So. Hier mal eben, upsala, oh, echt jetzt, ein bisschen was eingesammelt hier, zack, zack, zack. Ich glaube, ich werde dann auch gleich mal wieder ein bisschen was verticken, weil, habe ich die Blumen gestern gegossen? Ja, habe ich, doch, ich glaube schon. Weil ich glaube, ich brauche demnächst mal wieder Geld, wenn hier ein bisschen was reif wird. Ich meine, ein Großteil von dem Zeug wird ja hier, wächst ja nach. Aber einiges halt auch nicht. Zum Beispiel Melonen und sowas wachsen halt nicht nach. Oh, war das Euter gestern auch schon so rot? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Oh mein, meine armen Kühe. Wer ist schuld? Marni.
Frechheit. So. Bisschen was verticken. Mayonnaise kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und dann ist alles gut. Dann passt das. So. Ich würde sagen, warte mal, was stand da? Von 9 bis 6 hat sie offen, ne? Ich glaube. Das heißt, ich kümmere mich jetzt hier erstmal kurz um die Tierchen. So, 3, 4 Hühnchen direkt alle durch. 5, upsala, Luchsfein. 6, 7 und 8. Okay, also die haben noch nicht hier so ein Gekräusel von wegen hier, wir hassen dich. Das ist schon mal gut. Das freut mich. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wir hätten gestern durchaus noch ein bisschen mehr Profit machen können. So, gab's. Achso, im Hühnerstall waren wir noch nicht. Die Eier müssen wir natürlich holen. Hilft ja nichts. Wir brauchen auch wieder nur 2. Mann, 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 du. Ihr wart auch schon mal besser drauf, Kollegas. So. Zack und zack. Ach schön, das mit der Produktionsstraße hier. Ich glaube, das ist noch verbesserungswürdig. Da kann man an sich noch mehr draus machen. Aber zunächst sollte es reichen. Ist schon wieder dick Flugzeug-Action hier über meiner Hood. Pass auf, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Ich mache hier noch ein bisschen das Gras ausdünnen. So, und hier, und dann machen wir hier nochmal rein. Zack, und ich glaube, das ist schon cool. Doch, 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 das ist schon alles nicht schlecht hier. Das war die richtige Entscheidung, das in dieser Dimension so anzuordnen hier, also in der Größe. So, das sieht schön aus. Hier unten können wir, glaube ich, nochmal reinhauen. Dann hauen wir hier unten nochmal ein bisschen was am Ufer weg. Oh. Cool. Okay, hier ist noch ein bisschen viel. Ich weiß nicht, wie viel man hier so wegmachen kann. Ne? Aber im Endeffekt, das wuchert früher oder später eh wieder zu. So, jetzt haben wir es 9.20 Uhr und ich rocke jetzt zu Marni. Und ich hoffe, heute will sie mein Geld haben. Ja. Weil wenn nicht, dann keine Ahnung, gehe ich in die Mine, besorge mir ein bisschen Eisen und dann mache ich mir selber so einen Scheißbecher. Ich meine, ne? Irgendwie müssen die Kühe ja gemolken werden. Das ist ja, bleibt ja nicht. Die steht da oben drin. Teilnehmer. Och, ist das hier, gibt's hier so eine komische. Muss ich mich vielleicht einfach hier hinstellen, dass die kommt? Jetzt geht die raus. Sag mal, ist das eigentlich dein Ernst? Hallo? Close for... Boah! Ey! Das kann... Das... Nee. Also das verstehe ich jetzt nicht. Das regt mich auf. Echt. Ich bin... Ich werde meine komplette Wut über diese virtuelle Person in dem Thumbnail abladen. Also wenn ihr dieses Video dann quasi angeklickt habt vor etwa 17 Minuten, ja, dann werdet ihr schon wissen, was in mir vorgeht. So, jetzt bin ich vor Wut sogar hier an meinen Mikrofonarm gekommen und das ist immer... Also zumindest sieht das da auf der Aufnahme total lustig aus. Gut, ja, dann nicht. Puh. Ich glaube, die hängt. Ja, gucken wir mal. Hat heute jemand Geburtstag? Heute hat niemand Geburtstag. Oh, morgen hat die Krankenschwester Geburtstag. Ach, Maru ist die Krankenschwester. Aber Maru läuft doch gar nicht in dem lustigen... Die mag auch Diamanten. Und Goldbaum. Und Iridiumbaum. Und... Oh, oh, oh. Naja. Ja, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Ich kann die Kühe immer noch nicht melken. Oder habe ich inzwischen so... Nee, habe ich noch nicht. Nee. Das kann doch nicht ihr Ernst sein, Alter. Da ist die den einen Tag, steht die den ganzen Tag vor der Mikrowelle und den nächsten Tag ist sie dann einfach mal... Ich bin weg. Closed for the day. Greetings. Ja, tschüss. Gibt's sowas vielleicht auch im Joja-Mart? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Joja-Mart hat sowas nicht. Guck da jetzt trotzdem mal hin. Ich meine,
Irgendwie muss man es ja machen. Irgendwie muss man es ja machen. Warte mal, hier geht's weiter. Ich meine, wenn die lokale Wirtschaft, ne, die lokale, regionale Wirtschaft kein Geld verdienen will. So, warte mal, Joja Cola. Ich meine, man könnte auch einfach so eine Cola-Dose austrinken und dann, aber das ist dann für die Zitzen wahrscheinlich das, nee, zu scharfkantig, ne? Wallpaper, Cola Light. Seeds, jede Menge Seeds, Gras, Sugar, Rice, Wallpaper, Flooring. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist blöd. Pam geht einkaufen. Jupp. Alles klar. So, dann gucke ich mal kurz hier rein. Ja, hier steht sie rum. Da steht sie. Wieder bei ihrem komischen Aerobic. Oder was? Nee, hier gibt's auch nichts. Aber man kann grüne Bohnen kaufen für 100. Super. Das finde ich jetzt echt blöd. Na gut. Dann ist das so. Wie gesagt, ja, ich werde jetzt zur Farm zurückrocken. Wir sind an sich durch, glaube ich. Ich habe alles gemacht. Hühnchen geht's gut. Die Blumenohren habe ich gegossen. Die müssten dann auch demnächst mal reif werden. Was wir noch eben machen könnten, das werden wir noch schnell tun. Wir bauen mal noch ein paar von diesen Bienen-Dingern. Hier. Iron Bar, Coal, Wood. Kurz mal geguckt, ob ich noch genug Kohle habe. Wie viele braucht man dafür? 8! Wie spät ist es? 1 Uhr. Okay, pass auf. Wir rocken nochmal schnell in die City, also hier mit dem Minecart runter zum Schmied. Ich hoffe, der macht keinen Aerobic. Das ist ja mehr so eine Frauensache, glaube ich. Hier nehmen wir noch ein paar Würmer mit. Vielleicht gibt es da noch was Cooles. Stein. Naja, okay. Es gibt Cooleres, aber es gibt auch deutlich Uncooleres. So, einmal Town, bitte. Und dann gehen wir hier mal rein. Grüß dich, na. Und ich möchte bitte Shop. Und wie viel hatten wir jetzt? Also wir hatten 13, wie auch immer. Ich hier, komm, gib mir mal ein bisschen was. 30. Zack, das war schon wieder viel zu mutig, ne? So, und dann haben wir, glaube ich, alles. Iron Bar, glaube ich. Naja, weiß ich nicht. Haben wir genug Eisenbahn? Ich weiß es gar nicht. Verdammt, ich habe doch gerade das geguckt. Ich bin ein bisschen vergesslich gerade. Aber ey, oh, puh, ich habe auch schon wieder hier das mit Marnie, das regt mich auf. Das regt mich wirklich. Also das ist absolutes No-Go. Wir haben keine Eisenbahn. Wir haben keine Eisenbahn. Ist das denn jetzt wahr? Gut, okay, dann können wir das nicht tun. Dann werde ich jetzt hier ein paar Eisenbahnen reinschmeißen, also beziehungsweise Eisenerbs und so weiter und dies und das und bla, die Kohle erstmal zwischenlagern und wenn dann die Eisenbahnen irgendwann mal fertig sind, dann können wir noch ein paar Beehouses bauen. 3 Stück, wir haben ja dreimal Maple Syrup und genug Holz und so weiter und das machen wir dann. Und dann können wir die hier noch mit hinstellen und dann wird das hier noch cooler und meine Katze habe ich schon wieder vergessen. Mietsmauts, grüß dich, na? So, ja. Und aus Frust über Marnie und über das fehlende Eisen und über alles Mögliche werde ich mich jetzt ins Bett legen, werde mal gucken, ob die Aufnahme jetzt soweit gepasst hat. Lasst mir auch in den Kommentaren auf jeden Fall mal da, was ihr dachtet, auch wenn die nächsten Folgen, wenn ihr den Kommentar schreibt, schon lange fertig sind, vermutlich. Aber würde mich mal interessieren, ob ihr da allgemein mit dieser Auflösung jetzt hier, ob ihr es gut findet, nicht gut findet. Gut, ist ja einfach nur eine andere Auflösung, ne? Und ja, ich lege mich jetzt hin und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal kurz klicken. Stardew Valley. Ich bin der Dicke. Bis dahin.